Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Battlefield 1. Schön, dass ihr eingestellt habt. Ich bin Alexer, will ihn auch gleich los. Wir sind dabei, zurückzukehren zu unserem Panzer. Wir haben letzte Woche die Materialien zusammengekriegt, um genau zu sein, Zündkerzen. Und mehr war es eigentlich nicht. So sollte man immer dabei haben, finde ich. Wenn man schon auf das Risiko drauf hinausläuft, dass man vielleicht mal Zündkerzen verbrennt. Sollte man immer Zündkerzen parat haben. Geil, der hat richtig Angst gehabt. Habt ihr das gesehen? Wir so, das war jetzt schon cool. So leicht panisch reagiert. Fand ich jetzt sehr authentisch. Hat mir gut gefallen. Viele gibt es hier nicht mehr. Da sind Ratten gerannt. Ich glaube, hier gibt es keine mehr. Guck mal, rennen. Schon krass, gell? So eine ganze Stadt, wo man richtig belebt war. Wie ist denn mal nur noch Krieg, überall Krieg. Schreckliche Vorstellung. Ich hoffe, dass wir niemals einen dritten Weltkrieg erleben werden. Aber manche Politiker treiben uns ja echt hier im Wahnsinn. Aber das ist ein anderes Thema. Das sind wir ja heute nicht. So, warum sind wir eigentlich gelaufen? Wir hätten ja eigentlich auch das Pferd nehmen können oder so. Naja, jetzt sind wir ja eh gleich oben. Das nenne ich mal Ausdauer. Ach so, wie es überall bumst und knallt und Rambazamba macht. Schrecklich, oder? Unglaublich. So, ist das unser Panzer? Ja. Ich hab die Zündkerzen. Oh. Glück gehabt. Bin kurz vom Weg abgekommen. Hier gibt's auch gar keinen richtigen Weg. Wir finden einen. Du bist der Fahrer. Auf geht's. Arbeit, Jungs. Ja, wir waren nicht schlecht, oder? Ei. Wir sind echt gut. Sascha, das ist die letzte gewesen. Werfen wir sie an. Ich habe alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes scheiß Leben lang. Ich hab immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch! Was ist nur los mit dir? Du dämliche Scheißkack-Drecksmaschine! Ach, komm schon! Komm, Bess, na los! Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir! Verdammte Scheiße! Und ich dachte, du machst einen ordentlichen Kampf, Bess! Yes!
So cool. Los geht's! Hey, Watson, der Treffpunkt liegt hinter diesen Hügeln dort hinten. Achte einfach auf das Dorf da unten. In Ordnung, Jungs. Gut festhalten. Es geht los. Linke Flanke. Er wollte eine Panzerfahne in das Dorf ein. Sachte, Leute. Wir sind jetzt tief im Jerry-Gebiet. Und wir haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Das nenne ich aufmuntern. Leute, wir haben so lange zusammengehalten. Das nicht kaputt machen. Die alte Bess hat uns so weit gebracht. Und wenn wir mithelfen, schafft sie den Rest auch noch. Hallo? Okay. Das schaffen wir. Zum Glück bin ich diesmal wieder der Fahrer. Und nicht wieder dieser dumme Computer. Guter Schuss! Komm schon. Ist das Ding kaputt? Nee. Jetzt ruhig. Oder? Aufmerksam, Glenn. Scheiße! Hier ist doch jemand! Ich sehe es drüber. Ich höre was rollen. Come on! Seht ihr den Bitches? Uah! Das Ding war noch nicht hinüber, scheiße! Wir haben einen Feind im Gebiet! Bist du dir sicher? Vielleicht ist es ja was anderes. Bist du dir sicher? Vielleicht ist es ja was anderes. Volltreffer. Drei Stück haben wir, glaube ich, gezählt. Siehst du ihn? Richte Geschütz aus! Ich schon. Verfassen Sie ihm noch ein! Getroffen. Uah! Fuck you! Steht der Panzer immer noch? Das gibt's ja nicht.
jetzt ist es hinüber. Alter. Irgendwo da hinten war noch ein Panzer. Aber ich sehe ihn nicht. Boom! Voll mit der gerade mit einer Raketenwerfer links von zum Tor. Das ist natürlich ätzend, ne? Aber ich habe die Erfahrung gemacht, man kann den Dingern ausweichen. Also es ist nicht so, dass man da echt keine Chance mehr hat dann. Wir haben einen Feind auf unser Gebiet. Verdammt nochmal. Das reicht, wir können weiter. Das ist ja der dritte, nicht der zweite. Da ist er. Feige Sau. Meine Güte. Ich finde dich schon. Ah, zu hoch. Treffer. Sie sind fertig. Boom! Ich glaube, das war der letzte. Ich will wissen, was passiert, wenn man so einen hier. Ob man den hier runterkriegen kann. Kann man den wegsprengen? Ah, da weiß ich, was das vorhin war mit den Flügeln, was aussah wie ein Schmetterling. Und da spricht es zusammen. Heftig. Okay! Weiter geht's! Kann das Ding schwimmen? Wahrscheinlich schon, oder? Kann man eine Brücke sprengen? Tatsächlich, kann man sogar. Das ist für Bridget! Uah. Alles okay, fahrt weiter! Ich seh's!
Oh. Versuche, hinter sie zu kommen. Da ist die Panzerung schwächer. Oh. Sie dürfen nicht in Reichweite kommen. Halt uns in Bewegung, Edward. Boom. So gefällt mir das! Brennt! Yes, baby. Das war's! Yeah. Verdammt guter Treffer! Und oh yeah, Volltreffer. Und bam! Yes! Wir könnten es tatsächlich schaffen! Ist das geil gemacht, echt. Kommt er da mit einer Pistole, ey? Wie kann man so dämlich sein? Ich würde versuchen zu rennen. So. Bahngleise! Auf der anderen Seite dieser Anhöhe ist ein Zugdepot. Wir wollen zu der Hauptstraße direkt dahinter. Mhm, okay. Schauen wir mal runter. Schießen die auf mich da? Irgendwo? Ja, wir sind leider eh am Ende der Folge. Das ging jetzt aber schnell, ne? Panzerfahren, das macht schon richtig Laune, gell? Das könnte ich stundenlang spielen. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, ein kleines Like da lassen. Ich sage ciao, ciao. Bis dahin. Okay, ich habe mich vertan. Wir haben noch 10 Minuten. Okay, einfach hinten dran. Auf geht's. 3 Tage war. Das ist ein Sammelpunkt. Die wollen Cambrai zurückerobern. Also fahren wir direkt durch. Und dann überlassen wir ihnen die Überraschung am Treffpunkt. Wie lautet denn der Plan? Wir haben die Initiative. Wenn wir sie hier hart und schnell treffen, könnten wir wirklich was bewegen. Also gut, ziehen wir es durch. Bleibt in Bewegung. Nee. Lass mich mal auf den Panzer klettern. Gib ihm Deckung, McManus. Ist das echt ein Panzer? Ist der funktionsfähig, ja? Wir sind leichte Beute, du Clown! Lass mich mal kurz gucken, ja? Jo, ich würde sagen, wir feuern von hier aus.
Geschichte! Komm schon. Bleib an ihm dran, bleib dran! Köschen. Yes! Bewegungsunfähig. Ja! Einmal noch. Boom! Alles im Alleingang. Fast. Oh, Panzer. Scheiße. Gegner! Erledigt! Treffer. Oh, das war knapp, Kumpel. Boah. Full Speed. Ein Glück gehabt. Kann das explodieren? Kann man damit was machen? Was haben wir denn da erwischt? Feuer, 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 Feuer! Glückskind. Ja, jetzt sind wir aber offiziell wirklich am Ende. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt, und bis nächste Woche. Peace.